Da sind wir jetzt in einer Nachkriegsmüllgrube. Die hat der Franz gerade entdeckt. Die Flaschen haben wir sich da zusammengelegt. Die sind noch gut. Die liegen jetzt da 50, 60, 70 Jahre da. In der Nähe von Völlingsdorf. Wo es alles so der Wald frei gibt im Winter. Die geheime Müllgrube sind ja immer Wahnsinn. Was da schon zum Finden ist. Das dürfte sein von einem Nageljack oder irgendwas. Ein Flascherl. Ja, ist auch noch ganz. Der Franz schaut da gerade im Mailreihl. Das Alu drum kommt von einem Flugzeug. Sind nicht da zum Genüge angestürzt. Ja, schön. Das ist schön. Schaut, das braucht man sich nur anschauen. Austria. Da war. Ich meine, wir haben ja. Danke. Ja, grüß Gott. Wir haben in der K&K-Trödlerei, das heißt ja Gramure, Krempe und so weiter, haben wir viel Emailgeschirr. Und gerade das, das ist ganz toll. Der Franz hat da gefunden, gerade Lille im Porzellanenschirm. Ja, das ist alles so 50er Jahre. Da werden wir noch mal herkommen. So Mühlkrumsgebertal. Schachtel. Für Kopfschmerzen. 20 Schmerztabletten. Das ist ganz toll. Nur mit das Austria-Rändl. Das ist ein ehemaliger Flugzeug. Da alte Sektflaschen. Ja, so mit, da liegt eine Nivea-Dose auch nicht drüben, Franz. Sonst ist es platt. Eine kleine Nivea. Im Sommer siehst du natürlich das alles nicht. Da ist das alles verwachsen. Da haben wir ein Plastik-Spüli. Wo gibt es nur Spüli? Die Spüli ist gut. Kein Mensch weiß mehr, oder ich wenigstens nicht, dass eine Spüle gegeben hat, wo Spüle heißt. Das ist ganz toll. Was haben wir da, das nächste Plastik? Das war ein riesen Mistkram da. Die geht da überall weiter. Und ein paar, das sind Zeugen aus den 50er Jahren. Wahrscheinlich weiter drunter noch 40er Jahre. Da vorne liegt wieder ein Mail. Eine Marke, die was man nicht mehr kennt.